Leute, was geht? Für uns dann herzlich willkommen zu einem richtig freshen Video. Heute gibt's nämlich mal wieder für jedes Tor ein freshes Pack. Ich hoffe, im FIFA treffen wir das Tor gleich ein bisschen besser. Für jedes Tor, das wir erzielen, dürfen wir nämlich ein 84x20 Pack behalten. Aber für jedes Gegentor müssen wir ein 84x20 Pack discarden. Und wenn man bedenkt, wie geil dieses 84x20 Pack ist, dann ist es eine sehr, sehr, sehr böse Challenge. Das ist das Team, mit dem wir starten. Und unser Ziel ist es, das gesamte Team gegen freshe Spieler auszutauschen und halt nicht so teuer zu discarden, wie es sonst in den ganzen Folgen immer war, wo wir immer über 1 Million Coins verloren haben. Das heißt, wir müssen uns straffen. Wenn ihr mich supporten wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. 8163 Likes wären richtig fresh. Und dann gehen wir gleich mal rein in die erste Partie. Die ganzen Matches sind golden goal. Wenn ich zuerst treffe, gewinne ich und darf das Pack behalten. Wenn ich als erstes ein Gegentor kriege, verliere ich und muss das Pack discarden. Damit die Matches nicht zu leicht sind, wird übrigens vor jeder Partie gedreht, welcher Spieler treffen muss. Nur wenn ich mit diesem Spieler treffe und diesen auch alle Verteidiger wie Upamecano und so drauf, dann zählt der Sieg. Aber im ersten Match müssen wir Musiala treffen. Die Aufgabe ist machbar. So, wer Musiala direkt am Ball? So, da ist Musiala auch direkt mit Player Lock und sowas. Ah, den mussten wir nochmal wegspielen. Aber der muss auf jeden Fall auch wieder zu ihm kommen. Nein! Nein! Okay. Oh. Oh, der spielt ja gut direkt. Bruh. Ich glaube, wenn wir hier nicht in den ersten 15 Minuten treffen, dann kriegen wir das Gegentor. Tchouaméni bringt den rein, gib ihn nochmal nach außen. Ich brauche Musiala. Nur Musiala darf treffen. Wo ist er? Wo ist er? Der Pass geht zu jedem, aber nicht zu Musiala. Das wird richtig schwer. Nein, er hat mich rasiert. Oh, geblockt. Nein! Übersteiger, geblockt! Alles blocken, alles, alles, alles. Oh, der ist gut. In die Mitte einmal. Nochmal raus auf Danjuma. Renn doch mit Musiala! Er versteckt sich hinten irgendwo. Zack, ein weiter. Das ist Musiala, oder? Ich weiß es nicht. Doch, da stand gerade Musiala auf dem Kopf. Das ist Zeig, 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 Zeig! Jamal! Ey, ich sag ernst, der Gegner war ein paar Mal schon gut nah dran zu treffen. Wir haben Glück gehabt, dass er irgendwie zu Musiala gerollt ist hier. Da sieht man es nochmal auf dem Boden. Jamal. Gar nicht weiter motiviert sein. Das war's hier für dich. Dann gehen wir mal rein und checken ab, was in diesem Pack drin ist. Der Spieler, der angezeigt wird, zählt. Erst der, der gekauft oder discardet wird. World Cup Hero Al-Jaber. Und weil wir gewonnen haben, wird er nicht discardet, sondern gekauft. Wir gucken uns natürlich auch noch an, was bei dem Kollegen hier sonst noch mit in dem Pack drin ist. Aber wie gesagt, es zählt immer nur der Spieler, der hier vorne angezeigt wird, weil das eigentlich immer der Beste ist. Aber wir wollen natürlich sehen, was er sonst hat. Okay, Afif, Lindström, Donnarumma, ein paar Special Cards, ein paar High Rated, alles dabei bei ihm. Das heißt, Al-Jaber kommt jetzt ins Team und es wird auch immer der Spieler ersetzt, der getroffen hat. Das macht das Ganze natürlich noch viel schwieriger. Musiala wird jetzt von dem Rad gestrichen, Al-Jaber kommt aber nicht auf das Rad rauf. Das heißt, wirklich jeder aus dem Team muss eigentlich mal treffen, damit die Challenge am Ende gepackt ist. Musiala ist vom Rad gestrichen, sein Name ist nicht mehr drauf. Die Wahrscheinlichkeit wird größer, dass es ein Verteidiger wird. Aber wir haben natürlich auch noch zwei Stürmer, die drankommen können. Eigentlich will ich es am Anfang so einfach wie möglich haben. Upamecano. Upamecano ist der Nächste, der treffen muss. Vielleicht kann ich dann aber auf Flanken gehen. Was ist jetzt die Taktik? Upamecano mal mitziehen lassen. Boah, hat er fast gut zugestellt. Ist auch ein bisschen delayed, muss man sagen. Aber auch oben schon diese orangene Anzeige gerade. Upamecano, renn, 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 renn. Einmal zurückziehen. Ab in die Mitte. Ich hoffe, der geht auf den Falschen, wenn der auf Upamecano geht, ey. Guter Ball nach außen. Oh, was ist das? Das ist kein Tempo da in der Mitte. Hier ist er. Upamecano. Komm nochmal entgegen. Oder bewegt dich irgendwo in, keine Ahnung. Irgendwie muss ich Platz schaffen. Oh, wo chillt der Mann? Der hat gar kein Positioning. Ich meine, klar, der hat hier auch eigentlich nichts zu suchen, Upamecano. No. Nein. Warte mal, geh in die Mitte, Upamecano. Geh doch, Mann! Upamecano! Vorsicht, 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 mal außen zu, ja, sehr gut, zack, ab nach vorne und ja, langjährige Studien von mir haben gezeigt auf jeden Fall, ich glaube, ich sollte nur noch mit Green Time Finish abschließen, wenn wir hier mit dem Verteidiger treffen müssen, warte mal, nicht auf den, oder, war das kein, das war auch abseits, das war leider abseits, das sieht man schon am Jubel, das wäre richtig geil gespielt gewesen, das war gar nicht so geplant, man, ich wollte ganz anders, dann wäre es auch kein Abseits gewesen, ja, schade. Ja, wir halten den so hinten drin, ne, komm, wir müssen nochmal eine Flanke machen. Baku, Baku, nimm den einmal raus. Baku, 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 Baku. Oder warte mal, wenn ich den flach reinkriege, ist sogar noch geiler. Zack, da rennt einer.
Hier. Wo ist Upamecano? Hier ist Ah! Was ist das für ein Pass, Mann? Du Idiot, ey, du Idiot. Das ist sein erster Schuss. Das weiß nicht. Das heißt, er weiß nicht, dass ich Keeper move. Den Joke hat man aber immer nur einmal. Das erste 1 gegen 1 vom Gegner mit meinem Keeper. Oh, halte ich dadurch eigentlich immer. Aber im zweiten wird es dann schwer. Riesiges Loch in der Defensive. Ja, mal gucken, welcher Spieler diesmal im Pack drin ist. Ich hoffe auf was nicht so gut ist, was aber eigentlich so gut wie gar nicht möglich ist. Bei diesem Pack, World Cup, Story-Spieler. Ist das Cavani oder Suarez bei dem Event gewesen? Es war Cavani. Es war Cavani. Und was hat er noch in dem Pack drin? Ist aber eigentlich egal. Okay, noch ein von den Spielern. Boah, viele High-Rated-Spieler. Aber gut, der Spieler, der angezeigt wurde bei seinem Set, ist Cavani. Das heißt, Cavani ist der, den ich hole und discarde. Ah, ne Scheiße, ich habe halt auch keine Non-Rares mehr im Verein. Das heißt, immer wenn ich jetzt hier einen Spieler abgebe, muss ich zusätzlich nur noch 10 Rares abgeben. Und ja, den Cavani halt so oder so. Der geht rutschen. Hau rein. Aber das Gute ist, der Upamecano kommt immerhin nie wieder dran, weil der war, glaube ich, der schwerste Spieler von allen so oder so. Auch Upamecano ist jetzt vom Rad gelöscht. Das heißt, er wird bis zum Ende im Team bleiben. Aber er wird nicht wieder drankommen. Er wird nicht geupgradet, aber ja, er hat jetzt für einen Discard gesorgt. Mal gucken, wer jetzt drankommt. Tchouaméni ist der nächste Spieler. Und ihr checkt, so wird jeder Spieler bis zum Ende auch auf jeden Fall einmal dran sein. Und ob er trifft oder nicht, hängt dann halt vom Spieler und von mir ab. Also ja, das gesamte Team zu upgraden, kriegen wir jetzt auf jeden Fall nicht mehr hin. Das haben wir uns jetzt schon versaut. Aber wir können immerhin noch viele Positionen upgraden. Wir haben noch viele Matches vor uns. Jetzt werden wir treffen mit Tchouaméni. Guten Schuss. Okay, es geht los mit Malen, Flanke, Rückraum, unser Ball, Rückraum, Tchouaméni. Das wäre es gewesen. Das Matchmaking meint es auch eh gerade gut mit uns. Wir haben den Gegner mit einem Non-Red-Team hier am Start. Der auch noch die Lufttackle. Gegen den verlieren wir schlimm. Der kommt echt rüber wie einer, der gerade erst mit FIFA gestartet hat. Oh mein Gott, das ich lasse es mit Time-Finish heute. Also es hat kein Timing, aber es war Tchouaméni, der getroffen hat. Und wow. Wir haben das nächste Upgrade. Ihr wisst, eigentlich kann ich Time Finish, aber wenn ich unter Druck stehe und diese... Oh, cool. Den kriegen wir. Das ist Lautaro, ne? Lautaro Martinez! Wenn ich unter Druck stehe, ist schwer. Und diese Challenges sind noch mehr Druck als Weekend League und alles andere. Weil hier kann bei jedem Fehler, den man macht, eine Million Münzen weggehen. Und dann geht's schief mit Time Finish. Ja, dieses Bild von ihm, was ein Player-Face. Okay. Was sagt das Pack sonst so? Wir sehen... Wie lange geht denn das? Das ist immer ein gutes Zeichen eigentlich, ne? Digga, genau deshalb sagen Leute, dass diese 20 oder 24 Packs die besten der Welt sind. 3 World Cup Stars, Mbappé, Salah. Digga, was ist das? Das Pack ist 2 Millionen wert. GG, Bro. GG. Good job, Tchouaméni. Danke für deinen Treffer. Und natürlich ist es wieder ein Angreifer, der ihn ersetzt. Also das werden, glaube ich, auch alles immer Angreifer sein, die teuersten und besten Spieler sind aus den Packs, die da angezeigt werden, halt als erster Spieler. Aber es passt. Mal gucken, wer als nächstes treffen soll. Auch Tchouaméni wurde von der Liste gelöscht. Die Liste wird kleiner und kleiner. Am Ende steht da nur ein Name, dann ist gar nicht mehr spannend. Aber noch Spannung drin. Abwehr, Mittelfeld, Angriff, überall gibt's was. Ist der nächste Mittelfeldspieler mit Baku. Hey, ja, Mann. Trikotauswahl ist mal wieder on point. Gelb gegen Orange. Ah, schön. Direkt Haaland verletzen. Genau so mag ich das. Upamecano. Ah, er will mich auch verletzen jetzt. Masraoui gibt ihn in die Mitte. Ganz raus auf Werner. Im Rückraum. Jetzt mal, nein. Jetzt treffe ich grün, ne? Wo es der falsche Spieler ist, wo ich nicht mal timen will. Also was ein langweiliges und chancenarmes Spiel. Lautaro Martinez, der hat doch die Qualität. Was ist das denn? Ihr habt gesehen, Baku war durch. Die Lücke war riesig. Oh, alles riskiert, alles gewonnen. Das hätte das Tor sein können. Baku. Ey, ich will den nicht mehr passen. Ich will das Tor machen mit Baku. Also nur mit einem Spieler treffen zu dürfen, wenn das nicht der beste Stürmer auch im Team ist. Nochmal viel schwerer als gedacht. Nein, ich muss das Kopfball gewinnen. Oh mein Gott. Gegentore nach einer Flanke sind echt immer möglich in dem FIFA. Lautaro. Mal mit dem jetzt. Ich schwöre, mit dem würde ich hier durchgehen. Mit dem Messer durch Butter, ne? Aber stattdessen muss ich hier irgendwo wieder Baku suchen. Und da war nochmal die Vorlage von Lautaro, Mann. Geil gespielt. Okay, so langsam merkt man, dass man ein paar richtig geile Spieler dazwischen hat. Die fallen schon auf. So, jetzt darf gerne wieder was Nices in dem Pack drin sein. Yo, World Cup Icon! Und es ist Hernandez, ne? Ist nicht die allergeilste. Boah, meine Augen brennen. Wieso ist das so hell hier gerade? Meine Augen brennen. Man sieht ihn kaum. Boah, eine Sonnenbrille einfach. What the fuck? Der Hernandez ist cool. Ja,
auch ein paar High-Rated-Spieler wieder bei. World Cup Icon, Weltklasse, ernst, Weltklasse. Weiter mit das ganze Mittelfeld durch. Baku hat jetzt auch getroffen. Danke, ey, das Mittelfeld macht gute Arbeit. Hernandez ist neu im Team. Mit seinen Stats kann er auf der Position sogar auch, denke ich, echt Gas geben. Jetzt ist wahrscheinlich als nächstes wieder ein Verteidiger dran, oder? Ist halt 50-50. 50%, dass es ein Verteidiger wird. 50%, dass es jemand anderes wird. Aber ich bin gerade gut drauf. Ich würde gerne einen Verteidiger sogar nehmen. Hey! Das ganze Mittelfeld erstmal. Danach haben wir nur Verteidiger und Stürmer. Wie random. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Bro. Bro, was ist hier gerade passiert? Digga, Hilfe, Hilfe mit Tricks canceln und so. Ronaldo. Bro, da wollen wir aber mal kurz an die Wand gespielt. Damit ist das ein Discard-Pack. Wer ist teuer von denen? Oh, okay. Mbappé wäre, glaube ich, der teuerste gewesen. Der ist es nicht. Mateusz Nunes. Boah, der hat eine richtig starke Karte. Restlich Set, nicht so wild. Ja, der wird für ein paar Coins gehen, auf jeden Fall. Hätte ich auch gefeiert im Team, weil der defensiv ackern kann. Aber stattdessen müssen wir ihn discarden und kaufen und discarden. Hä? Okay, wie auch immer hat der Assistent jetzt doch einen Non-Rares noch in meinem Verein gefunden. Entspannt. Nunes ist auch ein bisschen günstiger als damals. Jetzt ist auch gut. Nervt natürlich trotzdem zu discarden. Erst recht, weil bei Mittelfeldspielern wäre es schon wichtig gewesen. Harmonier, den haben wir bei Stilonus. Den muss ich dann nochmal neu kaufen. Ah! Aber man sieht auch, mit den Angreifen von Mittelfeldspielern kann man die Challenge verkacken. Wir haben halt einen richtig guten Gegner. Der hat schon stark gespielt, muss man lassen. Der hat mich die ersten Minuten fertig gemacht. Über das ganze Game wäre ich vielleicht nochmal reingekommen, aber Golden Goal hat er mich nass gemacht. Ein Angreifer oder ein Verteidiger kommt als nächstes. Jetzt fühle ich mich nicht mehr so stark. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Verteidiger, ne? Ich habe eben noch gesagt, ich fühle mich stark, da kriege ich so auf den Nacken. Marlin! Junge, ein Angreifer. Wann kommen denn aber die ganzen Verteidiger? Wir haben danach noch vier Spieler von so drei Verteidiger. Egal, erst mal Malen jetzt treffen. Yeah, die spielen zu zweit. Ohne sowas. Ich hoffe, die sind einfach beide schlecht. Oder einer von denen ist so richtig schlecht. Und direkt ersten Angriff setzen. Ist nicht Malen in der Mitte, oder? Ist Masraoui oder so. Hey, Martinez, wo ist Malen? Ah, ganz guter Spot. Aber kein perfekter. Oh, wäre der irgendwie durchgeekelt. Ich hätte das so mitgenommen. Dann Juma. Nee, den brauchen wir nicht. Den brauchen wir auch nicht. Wo ist denn der? Ah, geh nach vorne, Bruder. Geh nach vorne. Zack, Rückraum. Nicht der. Mann! Ah, schade. Mann ist halt klein, ne? Er ist wahrscheinlich der, der hier im Rückraum steht. Genau so ist es. Mann, grün! Grün! Let's go, Mann! Malen, Malen. Ach, was ein schönes Tor. Da haben wir doch mal ein Grün. Gerne ein gutes Pack. Gerne ein nices Upgrade. So. Gut sind die Packs ja immer. Die Frage ist, wer ist drin? Ein Path to Glory? Buffal. Und der hat ja inzwischen ein viel höheres Rating. Der ist halt, ja, auch trotzdem jetzt nicht überkrass. Also hätte ich lieber einen World Cup Icon oder so gesehen. Okay, der hat sogar zwei Path to Glory Karten gehabt. Viele Walkouts. Bei ihm lief. Wir gönnen uns Befall von den Spielern, natürlich. Danke, Malen. Also mit ihm war es mit Abstand am einfachsten zu treffen. Einfach einen Longi raushauen. Befall ist da. Der ist echt, glaube ich, der günstigste Spieler von allen, der bisher gezogen wurde. Obwohl die so weit kamen, kostet er nicht mal 50k. Ist echt verrückt. Der ist echt verrückt. Aber ich feiere den trotzdem. Der wird jetzt Assists geben. Und ich bin mir sicher, als nächstes kommt jetzt ein Verteidiger. Alles andere wäre komisch. Also es wird nochmal hardcore eklig und schwer. Und das nicht nur einmal, sondern häufiger. Okay, aber es könnte auch Werner noch kommen. Nee, es ist Mendes. Außenverteidiger. Er wenigstens Tempo. Vielleicht kann ich laufen mit ihm? Nein, nein. Okay, das ist das erste 1 gegen 1. Oh mein Gott. Hä? Er hat komplett gechoked. Er hat so spät geschossen, hatte ich schon lange meinen Keeper falsch gemoved. Ich dachte, er schiebt den einfach schnell ins kurze Eck. Oh, Elfer! 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 Nice. So. Nee, 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 nee. Das ist natürlich klar, mit wem wir den schießen. Nuno Mendes, will uns hochnehmen, dass er die ganze Zeit... Ja, dann, Bruder. Na, wenn du die Ecke springst, Bruder, dann nehme ich die Mitte mit. Also, wie der hippelig war am rechten Stick, war ja ganz klar, dass er in der Ecke springt. Geil. Gerne nochmal eine World Cup Icon oder World Cup Hero oder sonst was. Bitte. Inform. Einfach ein Inform. Muni Kroos, der ist wenigstens high rated. Ja.
Was soll ich dazu sagen? Ja, okay, das Pack war zum Glück nicht so schlecht. Aber groß war letztendlich der angezeigt wurde, ne? Aber ernst krass zu sehen, wie unterschiedlich bei allen dieses 20x24 Plus Pack war. Je nachdem, wann man das geöffnet hat oder wie viel Glück man auch hatte, konnte man so viele verschiedene Sachen daraus mitnehmen. Wir haben noch 3 Games, glaube ich, vor uns. Dementsprechend haben wir auch nur 3 Namen. Tar, Werner und Masraoui. Mit Werner machen wir es hoffentlich. Bei Tar holen wir hoffentlich einen Elfer raus. Und mit Masraoui holen wir hoffentlich auch einen Elfer raus. Tar, ist es Tar? Okay, oder wir gehen auf Kopfball. Aber es hat vorhin auch nicht so gut geklappt. Hier müssen wir noch was überlegen. Du musst mitkommen jetzt aber, ne? Anders wird das nichts. Oh. Ein rüberlupfen. Hä? Bro. Hä, was passiert hier? Oh mein Gott. What the fuck, man? Tar! Grün! Oh mein Gott! Wo? Tar! Was, Bruder? Warum? Geh dahin! Geh auch dahin! Mach! Oh, Bro, wenn Mbappé da zum Schuss kommt. Och nö, auch kein Abseits, Mann. Ja! Bitte. Ach, der kann den einfach entspannt wieder reinspielen in den 16er. Oh, was? Digga! Das ist ein bisschen viel bei Glück. Boah, Glück gehabt. Schüsse von Tar waren halt echt nicht verkehrt, muss man sagen. Nochmal gegen. Warte mal, der erstmal. Dann nochmal raus, ist kein Abseits. Dann auf Tar. Nein! Und Mikano spielt den raus. Der geht auf Tar. Der geht nochmal raus. Werner. Tar. Tar! Hey, der schießt gut, aber die gehen nicht rein. Tar muss mitkommen. Da ist er doch. Hä? Wen sieht der? Oh mein Gott, die passen auf so sinnlose Leute, Mann. Ey, Tar ist reingerannt. Er muss nur den Ball kriegen. Er macht den. Yay, hat wieder Idee. Oh, zum Glück. Jetzt. Zack, nach außen. Ja, aus der Drehung. Ach, das ist klar aus der Drehung. Aber ach, Mann, der bewegt sich auch wie ein Stück Scheiße, Mann. Wobei, 1-2 richtig gute Schüsse hatte der ja schon. Aber sonst kommt nicht so super viel von ihm. Dann Juma. Geh rein, geh, Tar. Warte mal. Zack. Wo ist Tar? Der erste, der Mann hier, ne? Tar! Wer? Das ist doch nicht grün! Was ist das denn? Oder nochmal mit dem Kopf probieren. Kein Abseits, weil er da nicht auch wieder unklug mitrennt mit dem Verteidiger. Komm und auf Tar! Ey, du wirst es so ein blinder Pass, ey. Ich komm einfach nicht klar. Komm und. Nein, das kann man nicht sein. Ja, gut verteidigt. Na, wir kriegen keinen Angriff mehr. Halbzeit. Das erste Match, das über die Halbzeit geht. Nein, Vlahovic. Er kann flanken, er schießt. Ach, zum Glück. Zack. Komm! Ja, was? Wie kriege ich den nicht auf Tar? Das ist schlimm. Ja! Tar! Wie schwer ist das, mit solchen zu treffen? Immer wieder zum schwachen Fuß. Aber ja, aus der Distanz, danke. Junge, ich bin echt ein bisschen am Zittern. Also das war eine ganz schwere Geburt, komm. World Cup Icon kriegen wir dafür? Den Italiener, einen ZOM. Baggio. Zum Glück haben wir den Sieg geholt, Mann. Eine World Cup Icon, das ist huge. Ist jetzt natürlich auch kein Pelé oder Ronaldo. Aber ist trotzdem sehr, sehr, sehr geil. Und mit dem Pack haben wir ja noch ein paar weitere Walkouts und sowas. Aber Baggio, World Cup Icon, das macht schon Spaß, das ist schon cool. Hä, das Ding ist halt, ist richtig geil, dass Super Meccano getroffen hat. Weil dadurch kriegen wir ein Upgrade und wir hätten sonst Baggio discarden müssen, das wäre richtig wack gewesen. Aber ich glaube, dieses Upgrade macht es für die nächsten Matches schwieriger, weil wir jetzt einen Stürmer in der Innenverteidigung haben, Mann. Wie sollen wir so verteidigen? Sobald der Gegner einen Steilpass macht, haben wir verloren. Das Gefühl, dieses System war von mir nicht ganz durchdacht. Masraoui und Werner sind die letzten beiden auf dem Rad. Boah, das war so anstrengend, gib mir jetzt bitte Werner. Dreh dich noch ein bisschen. Ja, der dunkle ist Werner. Das dunklere Grün hier ist Werner. Erstmal jetzt die vermeintlich entspanntere Partie, weil nochmal sowas Anstrengendes will ich jetzt gar nicht durchhalten. So, nochmal alles rausholen aus unseren Spielern. Schnell Werner einen guten Ball geben. Oh, Kroos mit einem Traum-Tackling. Buffal, schöner Pass. Werner! What the fuck? What the fuck? Er schenkt Tor oder was? Einfach Fail abstoßen unsere Beine, Bro. Ich hab nicht mal hingeguckt. Oh, ist wirklich Schuss gedrückt. Ja, danke. Ja, nice. Passiert mir auch manchmal, dass ich so schnell kurze Abstöße mache. Hatte ich Glück, dass mein Spieler da stand. Was ein Win, ey. Was ein Win. So, was kriegen wir dafür?
World Cup Phenomens Karte? Ich wusste nicht mal, dass diese Karte existiert, um ehrlich zu sein. Ich wusste nicht, dass Kubo World Cup Phenomens, der muss doch dann beim Mini-Release gewesen sein, oder? Ich wusste nicht, dass diese Karte existiert. Damsgaard kannte ich, der ist noch mit dabei. Ja, aber Kubo holen wir. Okay, krass. Krass, Kubo geht einfach für Discard-Preis. Das wäre ernsthaft einfach komplett egal gewesen, ob wir das Match gerade gewonnen oder verloren hätten. Und der ihn gezogen hat, hat ja auch eigentlich ein dickes L kassiert, weil der geht ernst für Discard einfach, ey. Jetzt wird's nochmal spannend, wer im letzten Match treffen muss. Das Rad dreht sich. Komm, 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 gib einen guten Spieler. Komm, komm. Und das ist Masraoui, bro. Ja, obvious. Masraoui muss jetzt nochmal treffen. Ich hab das Gefühl, im letzten Pack wird nochmal was Wildes drin sein. Dementsprechend, Masraoui, straf dich. Weil bisher war keiner dabei, der keine Special Card hatte. Das ist schon mal immerhin was. Und ja, Masraoui, 67 Schuss, warum das denn? Das ist ja gottlos schlecht, das ist ja wahrscheinlich schlimmer als Tag. Ah, okay, nee, der hat 38, mit dem haben wir getroffen, dann schaffen wir es auch mit Masraoui. Come on, wir könnten echt zum ersten Mal aus diesem Format rausgehen, ohne Millionen zu discarden. Das wäre cool, um ehrlich zu sein. Der Fall lockt ganze gegnerische Mannschaft auf sich. Was ist in der Mitte Masraoui schon? Wenn wir so einmal machen, das ist Masraoui. Oh, das wäre so cool gewesen. Nein, nein. Warum bin ich überhaupt der schlechteste Kopfballspieler? Bei jedem anderen geht jeder Kopfball rein. Okay, er kommt zum Glück nicht zum Kopfball. Ich kriege weder nach Flanke noch nach Ecke noch nach... Ach, keine Ahnung, ich kriege nie Kopfball hin. Vielleicht sollte ich es sein lassen. Das ist kein Abseits da in der Mitte, Masraoui. Warte mal. Ach, was habe ich hier für eine Idee, wie ein Idiot. Nee, muss nicht. Muss ernst nicht. Der passt safe nochmal, oder? Ja. Ach, mit Hacke sogar, Mann. Also wenn jetzt ein Spieler kommt, der über 1 Million kostet, dann will ich raus. Inform schon gut, aber es war das Best of Team of the Week. Es ist Cancelo, okay, okay, ist in Ordnung. 100k ungefähr kostet er, ein bisschen drüber, aber es ist vollkommen in Ordnung. Es sind keine Millionen. Boah, der hat nichts so Gutes hier drin. Boah. 120k kostet er, aber das ist... Ernst, vollkommen in Ordnung. Damit gehen wir insgesamt trotzdem mit einer 250.000 raus, die wir verloren haben. Obwohl es nur 3 Discards waren. Also diesmal haben wir echt eigentlich 4 Point Challenges geschafft. Hätten wir die letzte jetzt auch noch geschafft, wäre super gewesen. So war schade. Ein Außenverteidiger, ein Innenverteidiger und ein Mittelfeldspieler haben wir nicht geschafft. Überall haben wir ein bisschen was nicht geschafft, aber überall haben wir auch ein bisschen was hinbekommen. Ihr seht ihr das eigentlich nochmal zum Abschluss. Beide Stürmer, einiges im Mittelfeld, auch ein paar Verteidiger haben bei uns getroffen. Das waren die Spieler, die wir letztendlich behalten durften. Mir fällt aber gerade auf, all in all hat niemand einen Spieler gezogen, der über 200k wert war, ne? Weil selbst die beiden World Cup Icons liegen genau bei 200k. Bei 10 dieser Packs hat keiner einen Spieler von über 200k gezogen. Also der Cancelo, den wir gerade abgestoßen haben, der hat echt mit zu den teuersten gehört. Aber passt. Leute, das war's wieder, das war's vom Video. Lasst gerne ein Like da. Hier ist noch ein weiteres Video verlinkt. Checkt es ab, einfach anklicken, macht's gut. Haut rein. Ciao.